Auf diese drei Steuertipps solltest du auf gar keinen Fall hören. Ich arbeite selbst seit über 10 Jahren in der Steuerberatung und natürlich spricht man mit vielen Menschen über Steuern. Also mit unseren Mandanten, aber natürlich auch im Freundes- und Familienkreis und auch in Internetforen liest man ja regelmäßig irgendwas über Steuern und Buchhaltung und so weiter. Und es gibt immer mal wieder so Steuertipps, die kann man ständig lesen. Also die sind nicht tot zu kriegen und die kommen auch alle paar Jahre irgendwie wieder. Das heißt, ja, so ganz unterkriegen lassen sie sich nicht. Viele dieser Steuertipps sind aber einfach falsch. Und in diesem Video schauen wir uns mal 3 Steuertipps an, die ich in meinem Leben schon so unglaublich oft gehört habe und auf die du bitte überhaupt nicht hören solltest, weil sie dir mehr schaden werden, als dass sie dir irgendetwas bringen. Und der erste Steuertipp ist, ne, bevor das Geld das Finanzamt bekommt, investiere ich es lieber. Ja, du kannst Investitionen irgendwie steuerlich geltend machen. Aber nehmen wir ein Beispiel. Du hast am Ende des Jahres noch 10.000 Euro auf dem Geschäftskonto und sagst, ne, bevor das Finanzamt das Geld bekommt, investiere ich es lieber und kaufst dir ein Auto, ein gebrauchtes Auto für 10.000 Euro. Es gibt da allerdings 2 Gedankenfehler. Der erste Gedankenfehler, du musst ja 100% des Geldes bezahlen und von der Steuer absetzen kannst du das Ganze ja nur in Höhe deines Steuersatzes. Also wenn du einen Steuersatz von 30% hast und 10.000 Euro ausgibst, dann zahlst du ja nur 30% von dem Kaufpreis weniger Steuern. Also bei 10.000 Euro sparst du dadurch 3.000 Euro Steuern und nicht 10.000 Euro. Das heißt, wenn man sagen möchte, du hast jetzt Steuern gespart, ja, hast du tatsächlich, aber halt nur in Höhe von 3.000 Euro und 7.000 Euro hast du quasi aus deiner eigenen Tasche bezahlt. Deswegen kann man bei diesem Steuertipp sagen, ja, er funktioniert zumindest, um seine Steuerlast zu reduzieren. Allerdings hat das Finanzamt jetzt nicht dein Geld, aber du halt auch nicht, weil du ja den ganzen Kaufpreis ausgeben musstest und nicht nur den Anteil, der auf die Steuer entfällt. Man liest immer mal wieder so diesen Satz, das hat das Finanzamt bezahlt. Da kannst du davon ausgehen, das stimmt in den allermeisten Fällen nicht. Das Finanzamt hat halt nur diesen Prozentsatz bezahlt, je nachdem, wie hoch der Steuersatz ist. Also irgendwas zwischen 0 und knapp 50%. Das ist das Maximum, was das Finanzamt zahlen kann für deine Investitionen. Der zweite Gedankenfehler ist, dass du ganz viele Investitionen ja abschreiben musst. Du hast gar nichts davon, wenn du im Dezember jetzt noch ein Betriebs-Kfz kaufst, denn dieses Kfz musst du über 6 Jahre lang abschreiben. Das heißt, du kannst den Kaufpreis nicht in dem Dezember absetzen, sondern musst ihn auf 6 Jahre verteilen. Und wenn du diese Investition im Dezember tätigst, kannst du nur 1/6, davon aber auch nur 1 Monat, also 1/12 mal 1/6 tatsächlich absetzen. Und das spart dir ehrlicherweise überhaupt gar keine Steuern. Deswegen mein Appell an dich, investiere nicht einfach nur, um Steuern zu sparen. Ich verstehe es, dass es hart ist und dass es auch keinen Spaß macht, sein hart verdientes Geld an das Finanzamt zu überweisen. Aber sein hart verdientes Geld für irgendeinen Schwachsinn auszugeben, den du gar nicht brauchst, nur um dem Finanzamt ein paar Euro vorzuenthalten, ist ehrlicherweise rein betriebswirtschaftlich noch dümmer. Der zweite Steuertipp, den ich nicht mehr hören kann, lautet etwa so. Ja doch, das kannst du absetzen, das habe ich auch gemacht und das hat funktioniert. Ja, ach nee. Grundsätzlich kannst du natürlich Ausgaben irgendwie von der Steuer absetzen. Aber hier ein ganz wichtiger Hinweis. Ein Steuerprogramm und eine Software, mit der du Buchhaltung oder eine Steuererklärung machst, das prüft nicht, ob du diese Software auch richtig einsetzt. Du kannst alle möglichen Kosten bei Elster Online, Wieso Steuer, LexOffice, wo auch immer eintragen. Diese Software prüft nicht, ob du das absetzt. Natürlich geht das. Und sogar das Finanzamt prüft das nicht jedes Mal. Das heißt, wenn du irgendwelche Kosten in der Buchhaltung berücksichtigst, dann erlaubt dir das erstens dein Buchhaltungsprogramm? Richtig. Dann erlaubt dir das zweitens das Finanzamt? Grundsätzlich auch richtig. Weil ganz viele Steuererklärungen werden automatisiert beim Finanzamt verarbeitet. Die gucken sich nicht jede einzelne Buchungsposition in deiner Buchhaltung an und entscheiden dann, ob du das darfst. Das Finanzamt kann aber jederzeit eine Betriebsprüfung anordnen und sich die letzten 10 Jahre deiner Buchhaltung noch anschauen. Und wenn die in 8 Jahren kommen und sagen, naja, was hast du denn da abgesetzt? Das geht ja nicht. Dann schmeißen sie diese Kosten einfach wieder aus deiner Buchhaltung raus. Und ganz ehrlich höre ich diese Einleitung und diese Begründung ganz häufig im Zusammenhang mit Kosten, die du
nicht so richtig absetzen kannst. Und ja, es mag sein, dass das Ganze für 5 Jahre gut geht, für 6 Jahre gut geht, für 7 Jahre gut geht. Vielleicht geht das auch immer gut, weil das Finanzamt einfach diesen Zeitraum niemals prüfen wird. Das bedeutet aber nicht, dass du das auch so machen darfst nach dem Gesetz. Deswegen mein Hinweis an dieser Stelle. Die Software sagt dir nicht, ob etwas geht. Und selbst das Finanzamt sagt es unter Umständen nicht. Es ist aber deine Verantwortung und du bist auch dafür haftbar. Wenn du da alle möglichen Kosten reinpackst, dann kann das Finanzamt unter Umständen dir auch Steuerhinterziehung unterstellen. Und Steuerhinterziehung wird im schlimmsten Fall mit einer Gefängnisstrafe bestraft. Das heißt, nur weil du etwas technisch kannst, heißt es noch lange nicht, dass du das auch darfst. Der dritte Steuertipp ist so der All-Time-Favorite von irgendwelchen Steuercoaches im Internet, die irgendwie einen teuren Online-Kurs verkaufen wollen und dir dann beibringen, wie du ganz wenig Steuern zahlst. Alle paar Jahre kommt irgendwie eine andere Rechtsform irgendwo aus dem Ausland in Mode. Dann wird eine estnische Gesellschaft gegründet, dann in Delaware, dann in Hongkong Limited, dann in Zypern, dann in Liechtenstein, egal wo. Und in den nächsten Jahren ist es vielleicht wieder ein anderes Land und wieder eine andere Rechtsform. Und dann wird dir beispielsweise gesagt, du musst nur in Hongkong eine Limited gründen und dann musst du gar keine Steuern bezahlen. An dieser Stelle kommt die große Enttäuschung. Wenn du in Deutschland wohnst und eine ausländische Gesellschaft gründest, dann bist du mit dieser ausländischen Gesellschaft in Deutschland steuerpflichtig. Ja, du kannst eine ausländische Gesellschaft gründen. Wenn du aber nach wie vor in Deutschland deinen Wohnsitz hast, dann musst du hier auch Steuern bezahlen. Vollkommen egal, mit welcher Rechtsform. Und ehrlicherweise ist es äußerst ungünstig, mit einer ausländischen Rechtsform in Deutschland steuerpflichtig zu sein. Warum? Du zahlst in Deutschland ganz normal weiterhin deine Steuern. Musst du auch. Zweitens, vielleicht hast du aber auch irgendwelche Auflagen irgendwo im Ausland. In Hongkong. Wüsstest du, was du in Hongkong genau erfüllen musst? Wie das Ganze funktioniert mit dem Jahresabschluss, mit der Gewinnermittlung, mit der Steuerberechnung und so weiter? Gibt es irgendwelche Meldungen? Und was ist, wenn sich das nächstes Jahr ändert? Würdest du das mitbekommen? Nee, dafür braucht man idealerweise Berater. Das Problem ist, jetzt hast du eine Hongkong Limited mit Sitz in Deutschland. Finde mal einen deutschen Steuerberater, der sich mit Hongkong Limiteds in Deutschland auskennt. Ja, davon gibt es welche, aber halt nicht so besonders viele. Und wenn du einen Spezialisten brauchst und es davon nicht so besonders viele gibt, führt das meistens dazu, dass das nicht unbedingt die günstigsten Spezialisten sind. Und das Ganze gilt natürlich nicht nur für die Berater, sondern auch für die Software. Das heißt, unter Umständen hast du jetzt eine Rechtsform in Deutschland, musst in Deutschland weiterhin Steuern bezahlen und ja, hast niemanden, der dir dabei helfen kann. Und wenn du genau in einer solchen Situation bist, dann habe ich einen sehr wertvollen Tipp für dich. Versuche so schnell wie möglich, diese ausländische Gesellschaft loszuwerden. Das waren meine 3 Steuertipps, die ich wirklich nicht mehr hören kann. Kennst du auch solche Steuertipps, die man sich so erzählt, wo du nicht so wirklich sicher bist, ob die so funktionieren? Dann schreib sie gerne mal in die Kommentare. Und schreib mir auch gerne mal, wie du das Format findest. Denn es gibt ehrlicherweise eine ganze Reihe von diesen Steuertipps und ich habe noch genug Ideen für 1, 2, 3 weitere Videos. Wenn das für dich interessant ist, lass es mich unbedingt wissen. Wenn du dir denkst, dass du gerne mal einen seriösen Berater an deiner Seite hättest, damit du dich nicht mehr so viel auf Social Media Gruppen Steuertipps verlassen musst, dann schau dir mal meine Empfehlungen an. Wir sind nämlich spezialisierter Dienstleister für Freiberufler und Selbstständige und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Du kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel das hier oder das hier.